Mein Name ist Frank. Ja, ich bin Golflehrer. Und mein Ziel ist, Ihnen viele Tricks zu zeigen oder euch. Und ob ich gut drauf bin, weiß ich nicht. Ich teste das manchmal. Dann nehme ich so einen Ball. Ja, dopps den so 10-mal, 100-mal auf. Ich kürze das jetzt mal ab. Und wenn ich ganz gut drauf bin, nicht hibbelig bin und die Hände sind ruhig, dann bleibt die Wurmel sogar liegen. So, und wenn das erreicht ist, dann geht's los mit den Tipps. Immer ein interessantes Thema, weil es hat die Golfwelt wirklich verändert. Es hat das Spiel in manchen Bereichen einfacher gemacht. Das sind diese sogenannten Residues. Hybrid ist das gleiche, zwei verschiedene Wörter dafür. Was ist das? Das ist so eine, Twitter-Form zwischen Eisen und Fairwayholz. Und die haben die Eisen verdrängt. Eisen 3, Eisen 4 spielen die Leute kaum noch, Eisen 5 teilweise nicht mehr, sondern Residues. Und die gibt es dann in unterschiedlichen Loftzahlen. Die gibt es bis zu 29, 30 Grad Loft. So, das ist ein guter Ersatz. Ein kleiner, schwerer, runder Kopf, wie so ein Ei, der eigentlich immer gut funktioniert und selten irgendwie hängen bleibt, sondern die Kopfform sorgt immer dafür, dass der Schwung irgendwie durchgeht. Also kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren, was wäre so der richtige für mich, welche Loftzahlen brauche ich. Die Form ist fast immer so wie diese, klein. Was die Golfer oft nicht ganz richtig machen, ist, weil sie denken, Mensch, Holz, Fairway-Holz, Ball zu weit links. Und die Balllage ruhig ein bisschen mehr zur Mitte, über so einen mittleren Eisen, sage ich jetzt mal. Ansonsten gibt es nichts zu verändern. Und ein bisschen Mut haben. Also wenn der Ball mal nicht so gut liegt, auch den nehmen. Wichtig ist, sich trauen von oben auf den Ball. Mit dem kannst du aber nicht spielen. Also ich habe zu wenig Restkurs entwickelt.